Let it snow. Kommen sie nicht? Oh. Also, willkommen zum dritten Teil. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Bob? Ja, bei Bob. Bei Christian. Jetzt sitzt zusammen mit Christian. Das ist ein ganzer Joke vor mal. Ach, schade. Ich habe das Mikro schon wieder vergessen. Wow. Ja. Du warst gerade bei so einem ganz tollen Filmtitel. Ja. Bitch It Up. Oh, jetzt habe ich es weggenommen. Nein, den anderen auch. Babylon AD. Ja, Babylon AD. Worum geht's denn da? Da geht es darum. Jetzt sag nicht, dass wenn Diesel cool ist. Nein. Das kann ja nicht der Inhalt des ganzen Films sein. Dass die Menschen ihren Heimatwelt verloren haben. Oh, wie originell. Ja, die Erde ist weg und die Menschen. Jetzt leben wir auf Zulu. Nein. Einfach nur auf. Oh, guck mal, sieht doch schick aus. Sehr schön. Auf. Ja, ne, ich bin hoch erfreut. Raumstations. Portalen. Siedlungen. Und zum Ende des Films, glaubt es oder nicht? Ja. Kriegen die. Erschaffen die Menschen also eher sich, kreativ wie wir sind, eine eigene Welt, die dann vom. Ja, Helden des Films Bob genannt werden soll. A.K.A. Vin the Diesel? Nein. Nicht? Hä? Nicht? Nein. Der ist doch vorne auf dem Cover drauf. In Babylon AD? Ja. Sprechen wir über Riddick vielleicht? Nein. Babylon AD? Ja. Oh, glitzerndes Iron Ingot, also... Babylon AD? Ja, Mann! Komm, ich geh mal schlafen. Nacht, tschüss. Ja, Babylon AD. Glaube ich nicht, ne. Oder die ist irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall war das irgendwie so... Hör mal auf hier zu glühen, Mann! Meine Bude brennt gleich. Bist du bescheuert? Naja, jedenfalls... Doch, ich meine, doch. Der Held möchte da dann den Planeten Bob nennen, aber seine Freundin... die er im Film dann gefunden hat, sagt... Die heißt dann Bobline oder was? Nein. Oh, schade. Die wünscht sich dann, dass der Planet dann wieder Erde heißt. Gott sei Dank haben wir die Dragon Balls. Ja. Was wären wir nicht ohne Dragon Balls? So? Was wären wir... Nee. Oder? War das jetzt richtig? Du verwirrst mich. Selbst schuld. Ja, ist klar. Lässt du dich auch noch verwirren. Wenn einer von einem Selbstmordattentäter getötet wird, sagst du auch selbst schuld, oder was? Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ist er einfach in die Bombe gerannt. Hat er den Zündmechanismus nicht gesehen, oder was? Ja. Sonst hast du aber nur alle Lauten auf dem Zaun, ne? Wie kann man auch einen Selbstmordattentäter nicht erkennen? Ja, ne, die haben alle Bärte. Nein, boah, diese Klischees hier immer. Nein, das nicht. Aber die schreien doch immer, bevor sie draufgehen. Oder die kündigen vorher an, dass sie doch platzen oder nicht. Platzen. Ja. Also du gehst hier ziemlich politisch inkorrekt mit den Themen um. Muss ich dir mal sagen, ja, das geht ja gar nicht. Ja, und da kommt Seife aus. Und dann kommt Seife aus denen raus, wenn sie geplatzt sind. Was laberst du für einen Scheiß, Christian? Also ich krieg die ganzen Morddrohungen hier nachher. Wollt ihr seine Adresse aber jetzt noch wissen? Gut, dann schreibt mich an. Ja, hörst du jetzt auf? Wieso? Wir wissen doch nicht, wo sie hinschreiben soll. Noch? Bist du nicht gleich verplapperst? Ist da unten schon wieder Wasser oder was? Nee. Also. Na, schreibt Bob und ihr kriegt die Adresse. Falls Bob euch antwortet. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte echt den Schnauzer den Kopf einhauen. Wie du laberst manchmal echt, ey. Wieso? Kannst du doch gleich wegschneiden. Ja, ich schneide einfach mal irgendwie irgendwas raus. Fällt ja auch nicht auf, wenn auf einmal so eine Stimme da fehlt, während sie redet, so plupp. Ja, die Stimme ist in ein Zeitraumkontinuum gefallen. Ist dann irgendwann 1944 auf... in dem Gehörgang Hitlers gelandet und das war sie weg.
Obwohl, der kann ich ja auch nicht bringen, weil Chuck Norris ja schon zurückgereist ist. Genau. Da würde ich ihm ja noch nachher... Nee, das geht ja nicht. Ich kann mich ja nicht mit Chuck Norris anlegen, außer ich habe ein Hans-Arbeit-T-Shirt. Mann, ey, ich dachte, jetzt kriegt Jake Sauer überhaupt was? Scheiße, ey. Ich glaube, die Hans-Sapai-Witze bringen auch nichts mehr. Tut mir leid. Selbst dafür bin ich zu blöd. Ja, das glaube ich dir. Meine Güte, Bob, jetzt segne uns doch mal wieder. Ich könnte hier mich jetzt bis ganz unten durchgraben, so 10 Minuten lang, und dann würde ich bestimmt auch Diamanten finden. Aber dann ist ja langweilig, wenn ich schon Diamanten habe. Ich will ja mehr Eisen und sowas, ne? Buckel. Oh mein Gott. Schon wieder kaputt gegangen. Da hat er die Spitzhacke einfach weggeworfen. Das sieht immer aus, wenn ich einen Stein zerschlagen habe, dass das Spiel kurz stehen bleibt. Ja. Was soll das? Warum machst du das? Bist du denn des Wahnsinns? Du kannst dich doch nicht einfach mir wieder setzen. Wenn ich will, dass du Crysis 3 spielst, dann spielst du Crysis 3. Auch wenn du zu schlecht dafür bist. Wenn ich will, dass du mir die unendlichen Gründe von Tetris beibringst, dann bringst du mir die unendlichen Gründe von Tetris bei. Wie kommst du jetzt auf unendliche Gründe von Tetris? Das musst du irgendwie fulminant klingen, oder nicht? Fulminant, meinst du? Nein, einfach nur fulminant. Du musst dir ernsthaft Wissen akquirieren. Auf ein scheiß Wort. Ich würde auch sagen, die haben hier schöne Sachen implementiert im Spiel. Dieses akquirierte Wissen bringt mir nicht wahr den gewünschten Effekt. Also unakquiriere ich jetzt. Ja, genau. Unakquiriere. Von meiner mentalen Festplatte. Dieses Wissen wurde von ihrer... Dieses Wissen wurde gesponsert von Deutschland Unintelligenz AG. Dieses Wissen wurde von ihrer Festplatte unakquiriert. Oh Gott. Aber wir sind doch zwei Gestörte, oder? Also auf jeden Fall heißen... auf jeden Fall anderthalb. Heißt nachher, dass wir irgendwie einen an der Waffel haben. Auf jeden Fall anderthalb. Was? Gestörte? Ja. Kinder? Ja. Wo? Ja, hier. Echt? Ja. Aber Chucky ist auch gar nicht da? Nein. Oh. Du bist nur ein Halber. Ach so. Ja, okay. Kann ich mitleben. Also ich lall ja auch nur, wenn ich besoffen bin, also. Ja. Und gleich hole ich wieder meine Nein, du weiße lässt Jacke raus. So. Okay. Ich wollte sagen, jetzt lass deinen Penis in der Hose. Irgendwie mag ich das nicht, wenn da immer so was Wackeliges neben meinem Kopf hängt. Und ich soll die Themen nicht so ins Dreckige ziehen. Nein, ins Niveaulose. Also du musst echt Wissen akquirieren. Das habe ich schon zum dritten Mal gesagt. Und irgendwie wird es immer schlechter. Ja. Was findet Bob leider auch. Wo laufe ich denn gerade hin überhaupt? Jetzt hast du mich dermaßen verwirrt. Jetzt habe ich schon fast den Ausgang wieder. Ja. Wenn du Kies zerschlägst, das hört sich immer lustig an. Wow. Ach so. Hört sich eigentlich fast so an, als wenn du essen würdest. Ach, guck mal, ein Elf. Nee, ist ein Schwein. Mit den gleichen Augen wie jedes andere schöne Tier. Oh, ich hab sogar gehört, wie es gegrunzt hat. Vor Freude. Sollen wir mal hier so ein Stück in das andere Ding... Nee, ich sag jetzt gar nichts. Ich sag, oh, was machst du denn hier unten? Das heilige Schaf von Umrum. Oder Modor. Ich glaube, wir sollten aber irgendwann zurück nach Modor gehen, ne? Ja. Weil Modor ist irgendwie dann doch moderig als Schnee. Ah, ja. Gott, meine Witze kriegen Bart. Also ich war ja halt nicht auf so einer... Comedian-Schule wie Oliver Pocher, deswegen bin ich auch nicht ganz so schlecht. Was machst du da? Ja, habe ich auch gesehen. Hör auf, mich zu verbessern. Okay? Okay? Wir danken dir, Bob, für diesen reichen Segen, den du uns wieder geschenkt hast. Du verdammter Blasphemiker, du.
Nee, ich bin Hippokrat. Hä? Ja, und ich bin Bankgänger, genau. Ich bin kein Hippokrat. Happy Hippo? Happy Hippo. Anglizismen? Happy Hippo. Ich kann hier mit super schlauen Wörtern um mich schmeißen und du checkst hier sowieso nichts. Oh, der ist ein Schwein. Schon wieder, ey. Sag mal, ist das ein Schweinparadies da oder was? Bob hat sich eben sehr viele Schweine angeguckt. Guck mal. Ja, genau. Bob hat sich Schweine angeeignet. Auf jeden Fall. Er hat es verstanden. Ich habe sofort verstanden. Ach, guck mal. Möchtest du geschlachtet werden? Oh, nee. Lass mich. Das ist mein Beruf. Das stimmt, ja. Haut drauf. Hört ihr mal auf mit dem unehelichen Sex hier? Hallo? Geht's euch noch gut? Also, wenn ein Schwein und ein Schaf sich paaren, was kommt dabei raus? Warte. Oliver Pocher? Oh, richtig. Tilo Sarrazar? Nein. Ne? Oliver Pocher. Ey! Hallo? Jetzt geht's aber. Arschloch. Auch Schweine. Auch Schweine haben Gefühle. Auch Schweine sind Arschlöcher. Oder so. Ich glaube, das wird das Bild, wo ich das Schwein angucke und dann steht da auch Schweine sind Arschlöcher. Wird, glaube ich, das Bild irgendwie für das Video. Auch Schweine sind Arschlöcher. Darauf freuen wir uns. Ja, Schaf erst recht. Jetzt verschwinde. Ich habe keinen Ball dabei. Warum sammle ich eigentlich Cobblestone? Kann mir das mal einer erklären? Iron Horn, bitte, Iron Horn. Bitte Thumbs up für, könnt ihr Mike erklären, warum er Cobblestone. Aber du bist so aufgeregt, dass du schon gar nicht mehr reden kannst. Nein. Und wenn, dann kommt nur Gehirnschmalz raus. So. Warum eignet sich? Warum akquiriert Mike sich Cobblestone? Oh. Kaum hat das Gronkh einmal gesagt, ich wiederhol's aus Spaß schon. Hast du da so einen Aufhänger gefunden, ne? Ja, ich kann ja auch wieder anfangen, alles zu verdeutschen, was ich sehe. Oh Gott. Nur weil ich einmal beim Turnier in Kölle 13. wurde, und das war in Köln Deutz, kommst du immer mit deinem Deutz an. Wir deutzen alles weg, was Deutz ist. Ja, ja, wir könnten billige Rapper werden, was hältst du davon? Oh, das geht ganz einfach. Mit, wir nennen uns Köln und du bist Deutz. Whoa. Ja, Köln featuring Deutz, mein Freund. Whoa. Mit dem Track Ich Deutz Dich. Was hältst du davon? Ich könnte dich deutzen dafür. Ein normales Ja hätte auch gereicht. Nein, ja, wäre langweilig. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Mit ein bisschen Sammeln und blöden Müll quatschen. Dann sind wir gut. Ja. Wenn wir das jetzt Feuer Revue passieren lassen, dann ist im Grunde nichts passiert. Ja, außer dass Bob uns mit reichen Gaben gesegnet hat, dass wir herausgefunden haben, dass Schweine auch Arschlöcher sind. Und Schafe. Und dass Christian sehr viel Mist redet, wenn er nicht genügend Wissen akquiriert hat. Boah, das ist dein Lieblingswort mittlerweile, ne? Ich sollte mal ein Lexikon oder so mir auch holen, damit ich noch mehr solche Scheißwörter lerne. Oh, es ist dunkel. Soll ich mit offener Tür schlafen? Ja, ne? Natürlich. Kommt ja keiner nachts rein und liegt in mein Bettchen und will mit mir Taschenbillard spielen. Nein, Mike. Nein. Was soll das heißen, bin ich nicht erotisch? Hallo? Jetzt habe ich extra das Glas Eis eingeschlagen, weil ich sauer bin. So. Okay, das glaubt mir niemand. Ich mir ja selber nicht. Wo laufe ich gerade hin und warum? Ich habe gedacht, jetzt würdest du mir sagen, warum. Was ist das da? Lava.